So, liebe Freunde, wir haben ein neues Format. Ja. Euer Kung Fu Commander, Lieferung ist online. Niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Ja. Gedankenkopf ist ein Format. Ja. Hat auch was mit Martial Arts zu tun. Ja. Und da geht es um, ja, um eine Philosophie, um Inhalte. Ja. Gedanken im Kopf ist das Erste, wo man was bewegt. Ja. Man kann die Gesellschaft selber ein Stück verändern, im Positiven, auch im Negativen. Ja. Das muss sich selber jeder bewusst sein. Ja. Und auch, wie verändere ich die Gesellschaft? Ja. Man will ja, ja die Gesellschaft so haben, dass man sich selber drin wohlfühlt. Ja. Und tu nicht denen, andere Leute das an, was du an dir selber nicht willst. Ja. Und vor allem, man muss Glück, heutzutage, die Gesellschaft wird immer schnelllebiger. Ja. Die Technologie immer schneller und die Leute haben immer weniger Geduld. Ja. Im Training weniger Geduld und egal was für Training du machst, sei es im Fitnessstudio und in den Dojos, solche Dinge brauchen eine Entwicklungszeit. Ja. Oder auch Beziehungen, wird so schnell Beziehungen über Bord geschmissen. Ja. Freundschaften, Ehen und ja, wird so viel Beziehung schnell weggeschmissen, weil wenn man sich dann mal hinhockt und über das und das redet, dann kann man viele Sachen aus der Welt schaffen, Missverständnisse oder Probleme und so, und da wird es halt immer schnell über Bord geschmissen. Ja. Typisch erlernbar, muss ich auch irgendwelche Zitate im Kopf haben, dass heutzutage gibt es ja keine Gemeinschaft, gibt es ja bei uns heute in diesem Land kein Gemeinschaftsgut mehr. Ja. Das finde ich traurig. Ja. Individualistische Dinge sind sehr wichtig. Ja. Eigene Dinge sind sehr wichtig. Ja. Aber ein Gemeinschaftsgut ist auch wichtig. Ja. Ja. Zum Beispiel eine Gruppe, eine Zugehörigkeit. Ja. Ein Park, dass ich nicht überall meinen Müll hinschmeiße. Ist vielleicht leicht jetzt, da meinen Müll hinzuschmeißen. Ja, klar. Aber ich will ja den Park so hinterlassen, wie ich ihn selber vorfinden will. Dass der Nächste, wo in den Park kommt, keine Mülllandschaft sieht, sondern ein schöner Park mit schöner Wiese, mit schönen Blumen. So. Ich muss nicht immer im Recht sein. Ja. Und immer im Recht sein zu wollen, macht einen nicht glücklich. Und wenn einer mal was sagt, was mich verletzt hat, muss ich nicht immer eine Antwort drauf geben. Ja, man kann die beste Antwort auch nichts zu sagen. Ja. Auch wenn es schwer fällt, fällt mir auch oft schwer. Ja. Gerade mit der Gruppenzugehörigkeit, ja, wenn man, ja, also, ich versuche viele Dinge richtig zu machen, mache sie auch richtig, aber da gibt es auch dann auch natürlich selber Dinge, wo man dann auch natürlich irgendwo, wenn man Mensch ist, ja, seine auch manchmal Fehler macht, ja, aber wenn man sich versucht zu verbessern, ist das immer in Ordnung. Gruppenzugehörigkeit, Gruppe zu haben, das sind immer auch, ist schön, aber da gibt es ja den Punkt, dass so viele unterschiedliche Charaktere zusammenkommen. Ja. Und wenn sich dann zwei streiten, muss ich den Streit nicht ausbauen, indem ich mich einmische. Ja. Da schimpfen sie alle so groß gegen Kriege, haben sie auch recht. Ja. Und warum wurde der Zweite Weltkrieg so, ja, flächenbrandend dann auch, weil jeder sich, jeder solidarisch dem anderen Land gezeigt hat irgendwo. Ja. Und dann mischte sich jeder überall ein und dann, ja, und aber so ist das im kleinen Format in der Gruppe auch. Wenn zwei sich streiten, ja, dann so, umso mehr sich drin einmischen, ja, umso mehr kommt die Atmosphäre in der Gruppe auf, die dann nicht mehr schön ist. Ja. Gut, man muss auch echt in der Filmgemeinschaft loben, in so einem Streit. Da mischte sich fast, ja,
fast kein Ei, bis auf ein, zwei andere, die sich dann auch instrumentalisieren, sehr klasse von irgendwelchen Leuten, die gern halt Streit sehen. Ja. Aber ich habe das auch schon in der Vergangenheit oft mitgemacht, wenn irgendwas Schönes da war, ja, wo du sagst, das ist ein schöner Ort, das ist eine schöne Gruppe, das ist eine schöne Angelegenheit, dann viele Deutsche heutzutage machen sich die Sache kaputt. Ich finde viele Deutsche heutzutage liebenswert, keine Frage. Aber das hat ein Deutscher gesagt, der nach Thailand ausgewandert ist. Warum sind heutzutage in der Gesellschaft bei uns in Deutschland so viel krank? Ja? Burnout, ja? Innere Leere, ja? Unzufriedenheit, Depressionen und ganz viele Sachen, ja, und warum ist das so, ja? Ja, das Leben an sich ist hart genug und dann machen die Leute sich gegenseitig, viele immer noch sich gegenseitig das Leben noch schwerer, ja, und das muss ja nicht sein. Und dann hat der in dem Dokumentationsfilm gesagt, guckt nach Thailand, da ist das Leben einfacher, schöner, also quasi, Thailand ist natürlich das Leben auch hart, weil es halt dann natürlich sehr viele Arme gibt. Aber er hat halt das in dem Sinn gemeint, dass das Miteinanderleben in Thailand dass das Miteinanderleben in Thailand einfacher ist wie heutzutage das Miteinanderleben hier bei uns in Deutschland. Weil die Thailänder haben da, die sind tolerant, die sind geselliger, die sind freiheitliche Denker. Die sind einfach, ja, bunt und schrill und sympathisch, ja, und ja, das Gesellige, das ist immer ein Punkt, wo eigentlich, wo man glücklich möchte, ja, ich finde den Krieg schrecklich und widerlich gegen Ukraine, aber das hat ja mit dem russischen Volk nichts zu tun, ja. Viele, die Russen, wo ich hier in Deutschland treffe und auch die Deutschen, wo in Kasachstan oder in Russland geboren sind oder irgendwie Russisch-Deutsche, die sind von ihrer, den meisten, wo ich traf, von der Lebensart wirklich sympathisch. Ja? Das sind halt Völker, Thailand, Russland, die sind, die haben so gemeinschaftliches Denken. Die leben ihre Kultur, sind heimatliche Menschen, die glauben an Gott. Ja? Und das ist in unserer Gesellschaft heute immer mehr verloren gegangen. Und ich habe es auch miterlebt, da gab es die beste Partymeile, die beste Kneipe. Das war bunt, das war schrill, Bunzener City. Ja? Das war einfach göttlich, das war schön. Ja, es sind auch mehrere, also hauptsächlich zwei Kulturen aufeinander gestoßen, aber natürlich auch andere. Und es ist einfach schön, da reinzugehen, dabei zu sein, dazu zu gehören. Ja. Hat sich ja auch gewandelt. Ja. Da gab es auch einen, und der dann irgendwie so ein bisschen den Hass doch reingebracht hat und eher so Machtspielchen und Diskussionen und Streit. Und irgendwann war die Kneipe nicht mehr das, was sie war. Ja. Oder, ja, also wenn ich. Den jetziger Wing Chun Sifu, der ist ja perfekt. Ja? Der ist ja so wie der Enzo im Taekwondo. Ja? Natürlich, der Thai-Boxer, Kickboxer, der Trainer ist auch genauso perfekt. Ja? Aber wie schon gesagt, wenn ich jetzt an den alten Sifu denke, in den 90er, im Wing Chun, der hatte auch natürlich, gab es da auch positive Seiten, aber es waren mehr schreckliche Sachen. Ja? Und da ist der jetzige Sifu im Wing Chun viel besser, wird er aus den 90er, weil er geduldig erklärt. Der prügelt ja seine Schüler nicht zusammen und so. Der ist ein super Sifu. Der erklärt was, verbessert seinen Unterricht immer wieder, bringt immer neue spannende Sachen auf den Tisch. Der jetzige Sifu im jetzigen Verband, ja. Und da ist das einfach, wäre schön da zu trainieren, aber da muss auch unter den Schülern, jeder muss jeden unterrichten und jeder muss der Machthab sein und so. Da gibt es aber einige gute Schüler, ja. Ich gehe da rein und halte meinen Rand und mache das, was der Sifu sagt, weil ich bin ja noch in der Lehre, ja. Ihr müsst niemand anders unterrichten, ja. Aber es gibt so welche, die spielt sich jetzt schon als Cheftrainer auf und dann, wenn die Frage geht, nehmen die unterrichtet der falsch und
und vertreibt auch viele Schüler und auch wenn sie jeden Unterricht mitmacht, aber da macht sie ja im Sifu das Geschäft kaputt. Ja, jetzt wäre der Stall wieder voll, jetzt war es im letzten Training, hat sie wieder der Cheftrainer rausgehängt und hat die ganze neu geplagt und ich glaube auch, dass im nächsten Donnerstag oder ja, nächsten Mittwoch die Schule dann leer ist, ja, oder kaum wieder jemand drin ist. Ja. Sie hat ja auch vor der Unterricht stattgefunden, dann rumgeschrien. Da hat jemand anders unterrichtet und sie hat gesagt, sie hat doch mehr drauf, sie, eigentlich soll sie den Unterricht übernehmen. Und ja, aber sie wäre jetzt die Trainerin, sie muss das akzeptieren, hat Frau Tang gesagt, dass ich die Frau G. Ja, auf der Straße wäre die Hierarchie anders, weil dann sie wäre die Beste von der Beste und sie wird einen ins Fetzen reißen und etc. Weil sie mich der Einzeltraining, das war so, da waren die anderen Leute so angewidert von ihr, die sind aufgestanden, haben die Frau G. allein hungen gelassen. Ja. Und später hat die Frau G. doch den Unterricht an sich gerissen, ja, irgendwie, ja. Ja, und dann da spielt die Frau G. sich auf, sie ist unbesiegbar, sie ist unschlagbar, jetzt macht sie Einzeltraining. Und dann, wenn sie ein bisschen an sie hinkommst, ja, dann nicht mal mit Absicht, dann schreit sie rum, oh, der tut mir immer weh und weh und weh. Und dann wirst ich weiß gar nicht, wie lange ich gesperrt war, Anfang des Jahres, ein Monat, zwei Monate. Und dann muss ich sagen, es ist eigentlich wirklich ein schöner Kurs und ein perfekter Trainer, eine gute Einrichtung, aber da machen die Leute sich gegenseitig auch das Training schwer. Und irgendwann steigen so viel aus, dass der Trainer sagt, okay, ich habe so viele Mitglieder, wir müssen das Dojo schließen. Das war ja schon so, wir haben ja zweimal in der Woche trainiert. Jetzt trainieren wir nur einmal in der Woche, ja, Mittwoch. Und weil quasi so viele Schüler gingen, wegen Frau G. Ja. Gut, Corona spielt ja auch dein rein Lockdown und so, aber ja, was war, Taekwondo, perfekt, geil, ja. Super Truppe, super Trainer, da kam auch einer rein, der dann ein bisschen Stinkstiefel war, hat sich auch geweigert, Gruppenkleider zu tragen und der hat so schlechte Stimmung reingebracht, dass die Leute, trotzdem war die Truppe super, aber wie schon gesagt, oder das mit der gab es auch andere Filmgemeinschaft. Da gab es auch schlechte Stimmung. Ja. Da brauchte man auch unbedingt ein Feindbild. Ja. Und einer hatte mit mir Knatsch und dann hat er die andere angestiftet. Und da gab es auch eine Filmbörse, zwei Filmbörsen gab es bei uns, ja, Richtung Stuttgart. Und ich habe dann auch Schalling gesagt, ah, das ist ein Filmbörse, ich gehe da hin und ein bisschen Promotion gemacht. Und dann haben die mir geschrieben, ja, wenn du da aber auftauchst, dann kriegst du Rabbel, dann schlagen wir dich in der Gruppe zusammen. Und da habe ich gedacht, bin auf andere Filmbörse woanders hingegangen und da habe ich auch die Filmbörse vergessen. Ja. Und dann haben die unter der Gruppe unter sich gesagt, hat mir einer später erzählt, dass sich dann von der Gruppe gelöst hat. Die haben so eine Bürgerwehr aufgebotscht, falls du da auftauchst, dass sie dich dann doch was tun, du bist aber niemals aufgetaucht. Als haben sie die Bürgerwehr dann Bestandteil gemacht, weil es waren so Filmbörsen mit ein paar kleinen Hallen. Ja. Und da braucht man eigentlich eine große, gute Idee, weil da kommen die Leute hin, um Filme zu kaufen, um Spaß zu haben, um einfach ihr Friedliches auszuleben, ihr Fansein auszuleben. Ja. Da gab es von dem Veranstalter keine Security, weil war ja nicht nötig. Ja. Und dann haben die aber die Bürgerwehr aufgestellt und weil ich nie dahin kam, haben sie andere Teilnehmer veräckelt. Ja. Und irgendwann standen wir im Internet drin, ach, ein Mangel an Publikum wurde diese Filmbörse jetzt geschlossen, für immer. Ja. Und dann haben die Leute sich das kaputt gemacht, was sie selber geliebt haben. Filmbörse und Filme zu sammeln, ja, und vor kurzem, ich möchte keinen Namen nennen, gibt es einen YouTuber, der war, fing richtig super an, sympathisch, authentisch und hat in kurzer Zeit, gute Authentizität ist dann irgendwann auch ein bisschen weggegangen, aber der hat in kurzer Zeit so seine Leistung ganz viele Abonnenten und den hatte man feiern können, der hat auch alle Leute an einen Tisch zusammengebracht, in gutem, ja,
dann fing es dann, dann, ja, dann, ich hatte mit einem Streit, er mischte sich in dem Streit ein, ja, und war plötzlich in dem Streit mit integriert, obwohl er eigentlich hätte zu denen gesagt, ja, das ist euer Streit, ich halte mich da raus, will davon nichts wissen, hätte die beste Karten gezogen, ja. Auf einmal war er in dem Streit drin, ja, und hat sich instrumentalisieren lassen von Leuten, die Hass sehen wollen, ja. Dann hat er eine super Schwester, mit der hat er auch Livestreams gemacht und etc. Und die war super sympathisch, mit super Fachwissen glänzt und so. Und weil ja der Bruder von ihr so in der Hassmeile war und die dann die Schwester von ihm entdeckt haben, haben sie die Schwester gemobbt, die hat dann ihren Kanal zugemacht. Das war eigentlich ja, ein trauriger Moment für die ganze Filmgemeinschaft. Ich habe die Frau gefeiert, die war echt super. Ja. Und jetzt, ja. Und dann hat ja dieser Bruder ja auch sich beschwert, dass das Unverschämtheit war, seine Schwester zu mobben, war auch richtig, da hat der Bruder auch recht gehabt. Aber jetzt feiert der Bruder wieder die Leute, die seine Schwester gemobbt haben, wenn sie auf mich losgehen und schreibt denen unter die Kommentare dann bestimmte lobende Worte. Ja. Und dann hat er ja noch einen Kumpel, der sich da auch einmal einmischt und so kann sich halt der Streit in der Filmgemeinschaft verbreiten. Ja, der fing, mich gerade an ganz komische Sachen, ja, dass er dann auch so in der Hassbubble ist, ja, und wie schon gesagt, in der Hassbubble sind ja alle, die da quasi da zum Opfer geholt waren, das sind ja immer, die wurden mit den gleichen Schlagworten beleidigt, ja, sind alles Lügner, sind alles Narzissten, sind Tierquäler und so, und da möchte ich jetzt doch eine Frau nennen, das war ja Meyers Insel, ja. Und da, die wurde eigentlich eine sehr sympathische Frau, wenn sie ein Mann gewesen wäre, hätte ich das gleich gesagt. Also, und da, die wurde auch als Tierquälerin hingestellt, als Narzisstin, als Lügnerin. Und da ist das gerade das Gegenteil. Ja, die ist tierlieb, die ist umweltlieb, die ist wirklich eine gute Sängerin. Ja, die ist nicht narzisstisch, die hat noch das gemeinschaftliche Denken. Ja, und die ist auch wirklich sehr sympathisch. Ja. Und die wurde auch von gewissen Leuten angegangen, und nur weil man ihr das Leben unnötig schwer machen wollte. Und die Frau macht gute Arbeit in YouTube und die geht mit ihrer Katze und respektvoll um, mit den Spinnen, mit der Ameise. Sie hat sogar ihr Trottwar vom Haus nicht in Unkraut wegmachen wollen, weil sie sagt, das ist auch Lehm, das hat auch Lehm verdient, die Insekten und das Unkraut dazwischen, bis sie es dann doch wegmachen musste. Also die hat wirklich Respekt vor der Umwelt, vor Tiere und so. Und deswegen, ja, wie schon gesagt, wenn einem was gut gefällt, ja, dann muss man auch schauen, dass das auch das Schöne, eine Gruppendynamik, was man gern macht, Film sammeln oder Sport oder was immer, Party machen, ist ja jeder damit verantwortlich, dass das Schöne, das Gute behalten bleibt und nicht kaputt geht. Ja. Und und wie schon gesagt, gehässig über andere Menschen zu sprechen, das macht gar keinen Spaß und macht auch keinen Sinn. Entweder meinst du das mit der Person selber aus oder schweigt drüber. Ja. Und wie schon gesagt, also das, immer gucken, wie viel ich schon geschwätzt, geredet habe. Ja. So, ja. Und dann die Frage, was für Gesellschaftsform will ich? Will ich eine Gesellschaftsform, wo jeder gegen ist? Oder will ich eine Gesellschaftsform, wo die Leute miteinander Spaß haben, was zu gestalten? Ja. Und dann ist das halt auch, jeder baut sich auch irgendwo selbst mit an der Realität, ja, und bis jetzt ist der Film Sammelgemeinschaft noch schön, toll, bunt, schrill, Leute respektieren sich gegenseitig, ja, und jeder kann von jedem lernen und so. Aber wie schon gesagt, der eine andere YouTuber, der
ich muss auch sagen, der hat einen Kumpane, der tut Tore, irgendwelche Hasser öffnen, ne, so immer mehr. Auch zum Beispiel, ja, dass sich auch die Szene sich vielleicht im Negativen erinnern kann, und dann wäre es schade, dass das, wenn das Positive, was jetzt noch da ist, irgendwann weg wäre. Ja. Wie schon gesagt, ist ein bunter, schröder Tisch, wo jeder Filmsammler und jeder Filmfan, muss ja nicht immer Filmsammler sein, um akzeptiert zu werden. Und die sammeln zwar Filme, aber es gibt auch welche, wo nur Streaming machen, und die sind auch berechtigt, damit zu reden. Ja. Da ist ein bunter Tisch, wo es bis jetzt noch sehr schön ist. Aber wie schon gesagt, ja, wenn umso mehr Zwietracht in die Runde kommt, irgendwann gibt es den Tisch nicht mehr. Und das ist eine Sache, was ich für sehr schade finde. Ja. Und wie schon gesagt, meine meisten, fast alle in der Filmsammelszene waren ja so starke und gute Menschen, die haben sich ja in dem Streit auch nicht eingemischt. Und ja, ich habe bewusst jetzt viele Namen rausgelassen, ja, weil ich denke, ich kann da doch klar was doch im Positiven verändern mit dieser Aussage. Ja, reicht natürlich nicht. Also man muss auf das Schlimmste gefasst sein und auf das Beste hoffen. Ja, das gab es immer Jackie Chan für mal. Den Zitat finde ich richtig schön. Ist auch richtig erstrebenswert, das Zitat. Ja. Also, sei gefasst auf das Schlimmste, ja, und hoffe auf das Beste. Ja. So war das. Also man kann von Filmen schon was lernen, also so ist das nicht. Ja. Ja, den einen YouTuber, wo ich ansprach, den Bruder von der meiner Schwester, mit dem habe ich jetzt auch mit dem mich freue, wenn mit dem mir besser Verstand stehen würde. Ja, ich habe gegen ihn als Person nichts, aber gegen verschiedene Verhaltensmuster in der Vergangenheit hatte ich was, ja. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass ich mit dem so gut verstanden hätte wie vor viele Monate. Das wäre doch gewinnbringend. Aber wie schon gesagt, der Frieden kann nicht von einer Person allein gewährleistet sein. Da musst du zwei Parteien schon an der Sache arbeiten. Und wenn der da jetzt, ja, also ich habe das schon mal andere Clip erwähnt, den ich noch nicht online gestellt habe, aber ich habe zum Beispiel, als ich das Paket der Radre geschickt habe, neutral die andere Person erwähnt. Neutral, ja. Weil es zur Story gehört hat. Dann habe ich ihn eine Weile nicht erwähnt, und dann habe ich ihn meistens zu 95% oder 98% nur gelobt. Nur gelobt, und habe gedacht, da kommt was Positives zurück. Ja. Dann kam ein Clip, wo drauf steht, ein neuer Weg, ich bleibe die und die Person. Da dachte ich, ja, vielleicht wirst du am Positiven erwähnt, vielleicht wirst du auch nicht erwähnt, schaust du mal an. Da wurde ich nur durch den Dreck gezogen. Ja. Da wurde ich nur durch den Dreck gezogen und fertig gemacht und für die andere in der Öffentlichkeit bloßgestellt, für die andere in der Filmgemeinschaft. Und dann habe ich auch Ambitionen gehabt zu sagen, ich lobe den, der mich das, jetzt wehre ich mich. Wehren, also manchmal sollte man sich schon wehren. Und fand schade, dass er nicht die innere Kraft gehabt hat, einfach auch auf mich zuzugehen. Vielleicht auch ein paar lobende Worte zu mir zu äußern und zu sagen, komm, der Streit in der Vergangenheit war blödsinnig, vergessen wir den. Wir haben doch uns gut verstanden, also uns wieder gut verstanden. Das hätte ich mir von dieser Person gewünscht. Wurde leider nicht in der Tat umgesetzt. Und gut, der Clip hat dann irgendwas mit über 1000 von Aufrufe, 1603 oder ich weiß nicht, 1063, keine Ahnung. Und ja, lässt sich von Leuten feiern, die damals seine Schwester gemobbt haben. Ja, das. Ja, gut, jeder seines eigenen Glückes Schmied, ja. Ich wäre immer noch gebrochen Frieden, dass man sich auch mit der Person sich wieder versteht, ja. Ja. So, ich denke,
ich denke, der Clip ist lang genug, ja, und ist viel geredet worden. Und mal sehen, wann ich ihn online stelle. Ja. Ich wünsche euch was, liebe Freunde. Seid 10. Lieferung Ende.